viele haben sich, Brandenburger haben sich oftmals missverstanden gefühlt. Und das kann man nicht mit zwei, drei Worten machen. Und da haben Hannes und Ralle sich gedacht, okay, setzen wir uns eine Haltestelle und nehmen mal mehr als zwei, drei Worte. Die arbeitslosen Endvierziger Hannes und Ralle sinnieren an einer Brandenburger Bushaltestelle offen und ehrlich über das Leben. Dieses Konzept ist so simpel wie genial. Denn mit der Serie Warten auf den Bus ist dem RBB ein wirkliches Comedy-Highlight gelungen. Am 13. November feiert die zweite Staffel auf dem Sender ihre Free-TV-Premiere. Wie es darin weitergeht, hat uns Ronald Zerfeld auf dem Filmfest Hamburg verraten und ist dazu in seine Rolle Hannes geschlüpft. Ich habe versucht, den Schritt in den Arbeitsmarkt wieder zu finden und mein Ralle, der hat mir da geholfen. Ich bin zum ersten Mal hier in Hamburg mit dem Bus, das hat geklappt, alles wieder zu sein soll und bin auch ein bisschen aufgeregt jetzt hier. Ich würde mal sagen, Leute, kommt vorbei, unsere Bushaltestelle gibt es wirklich und ihr seid immer herzlich willkommen. Platz ist in der kleinsten Hütte. Also mal Hannes vom... Was ist denn eigentlich die Todesanzeigen? Vielleicht sind wir langsam so in dem Alter. Willst du Traumschiff kicken, Beipackzettel lesen, Todesanzeigen? Hm. Ich komme aus dem Osten! Ja! Jetzt kann er doch eh mal. Die Rolle des Hannes hatte für Ronald Zerfeld einen besonderen Reiz. Na, ich kicke mal Ohren, Fleisch und Bene. Ich meine, ich bin in Berlin geboren, in den neuen Bundesländern aufgewachsen, der DDR. Ronny heiß ich, so sagt man ja im Osten viel. Ronny, Janine, Pascal. Ich sage mal so, was Angie nicht geschafft hat, 16 Jahre zu erklären, haben wir versucht mit Warten auf den Bus, weil viele haben sich, Brandenburger haben sich oftmals missverstanden gefühlt. Und das kann man nicht mit zwei, drei Worten machen. Und da haben Hannes und Ralle sich gedacht, okay, setzen wir uns eine Haltestelle und nehmen mal mehr als zwei, drei Worte. Und arbeiten mal ein paar Themen ab, stellen wir mal einen Raum, bieten an zur Diskussion. Und da wir die aus unserer Jugend, aus dem privaten Leben, kennen wir solche Hannes-Typen, solche Ralle-Typen und sind mit denen aufgewachsen. Und da gibt es oftmals Äußerungen, oder gab es Äußerungen, die haben wir noch nicht so zusammengekriegt. So. Und die Serie hilft aber dabei. Also gibt es so ein komisches Zitat, was man jetzt nicht falsch verstehen soll, dass es solche Kunden sind, die in einem Halbsatz sagen, unter Adolf hätte sowas nicht gegeben, aber im Sozialismus war alles besser. So ein Satz, wie willst du den handeln? So, was will damit jemand aussagen? Und um so einen Typen zu verstehen, was er damit eigentlich meint, dazu könnte man vielleicht bei Warten auf den Bus mal rinnen und mal gucken. Also wir versuchen es zumindest, aber kommt einfach hin. Alle 7 Folgen der zweiten Staffel laufen am 13. November ab 20.15 Uhr im RBB. In der ARD-Mediathek sind alle Episoden bereits aufrufbar. Du bist mein bester Freund? Mein erster, mein letzter, mein einziger. Wir ändern natürlich alle! Mann!